Und deswegen, also herzlich willkommen zu dem Vortrag über das Standbild in Daniel oder Standbild Nebukadnezars oder Standbild Daniels. Ich weiß nie genau, wie ich das nennen soll, weil beide haben ja das Gleiche gesehen. Ja? Also Nebukadnezar hat so ein Standbild im Traum gesehen und der Daniel auch. Vielleicht nur ganz kurz noch vorab zu den Büchern. Manche Bücher, diese auch von den 70-Jahr-Wochen, die gibt es in Schwarz-Weiß und in Farbe. Weil diese Farbdrucke, die sind sehr teuer bei Amazon, weil die dort verlegt werden. Und Amazon, wenn du eine farbige Seite hast, dann druckt Amazon das ganze Buch in Farbe. Alles in Vierfarbdruck. Ja? Und das macht das Buch also unverschämt teuer. Ja? Deswegen habe ich gedacht, ich mache eine Schwarz-Weiß-Fassung. Es gibt noch einen anderen Verlag, wo man das auch veröffentlichen kann. Da ist das günstiger. Da muss ich ja immer alle Seiten zählen und sagen, wo ist Farbe und wo ist Schwarz-Weiß. Dann werden die Bücher etwas günstiger. Aber so kommt der Preis zustande, ja. Es geht leider bei Amazon in Farbe nicht günstiger. Ja? Deswegen diese Schwarz-Weiß-Fassung, nur so als kleine Anmerkung noch. Okay, jetzt kommen wir zum Standbild Daniels, ja? Oder Nebukadnezars, wie auch immer. Das ist eigentlich auch ein politisches Thema, ja? Weil Daniel zeigt ja in dem Standbild, was Nebukadnezar nachts geträumt hat, die Abfolge der Weltreiche. Ja? Also er zeigt ein Standbild, das schrecklich anzusehen war. Ich finde, das geht noch. Ja? So schrecklich sieht es nicht aus. Aber Nebukadnezar oder die Bibel beschreibt, dass das ein schrecklich anzusehen war, dieses Standbild, ein grauenvolles Standbild. Und das beschreibt irdische Weltreiche. Ja? Von Babylon über Medo-Persien, silberne Brust mit zwei Armen. Dann Griechenland, so wird es halt immer gedeutet. Dann zwei Beine, das Römische Reich. Und zum Schluss 10 Europa, das heutige Europa, ja, und die gängige Auslegung, die ihr im Internet findet, und die ist eigentlich also fast unumstritten, ja, da gibt es eigentlich keine große Variante zu, ist diese hier, die ich euch hier mitgebracht habe, aber es gibt verschiedene Dinge, die man da vielleicht nochmal überdenken muss bei, das schauen wir uns im Detail mal an, ob das schlüssig ist, was man hier auslegt zu diesem Daniel-Buch, ja, denn auf das griechische Reich ist nicht das Römische Reich gefolgt. Dazwischen gab es eine zeitliche Lücke. Und es wird immer übersprungen in den Auslegungen. Ja? Weil man relativ schnell von Alexander dem Großen, sagt man, nach Alexander dem Großen kam das Römische Reich. Und im Römischen Reich wurde Jesus gekreuzigt. Ja? Und dann ist das Römische Reich untergegangen. Und heute in unserer Zeit, 50er, 60er Jahre, kommt die Europäische Union wieder auf, EU, früher EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ja, und jetzt mittlerweile die EU. Und dann hat man gesagt, also das antike Rom ist untergegangen und in der Endzeit kommen 10, da kommt das endzeitliche Europa, damals noch 10 Staaten, heute 27, also müsste man dem Standbild jetzt 27 10 gönnen, ja. Macht aber irgendwie keiner. Scheinbar läuft da irgendwie die Politik der Prophetie davon oder die Prophetie ist nicht richtig. Und wir schauen uns mal an, wie das im Detail aussieht. Wenn man dieses Standbild nämlich mal so in Jahreszahlen abbildet, dann hat man hier die Weltreiche der Bibel. Das erste Weltreich ist Babylon. Wir schauen uns auch gleich den Text nochmal an. Aber nur, dass man so ein bisschen ins Thema findet. Dieses goldene Haupt des Standbildes ist das babylonische Weltreich und das war von 612 bis 539 vor Christus. 539 vor Christus beginnt das medopersische Weltreich, ja? Das war Medopersien hier, silberne Brust und zwei Arme, Medopersien. Ich finde es auch ganz amüsant, dass die Abfolge der Weltreiche so ablaufen wie ein menschlicher Körper aufgebaut. Das muss man sich ja mal überlegen, ja? Und zwar vom Kopf bis zu den Füßen oder Kopf bis zu den Zehen sogar, ja? Das ist ja schon amüsant eigentlich, ja. Das medopersische Weltreich, das dauert von 539 Darius bis 333 vor Christus Alexander der Große. 333 bei Issos Keilerei haben wir gelernt in der Schule, ja. Früher, heute lernt man das nicht mehr, aber früher, wir haben das noch gelernt, ja. Okay, und dann kommt Alexander der Große, also scheinbar nicht Griechenland, sondern Alexander der Große. 333 vor Christus bis 323 vor Christus, nur 10 Jahre lang hat er geherrscht und hat ein riesiges Weltreich aufgebaut. Also alle politischen Herrscher, die so herrschen und geherrscht haben, für die war Alexander der Große das große Vorbild. Ja? Sehr, sehr jung an die Regierung gekommen und innerhalb von 10 Jahren dann dieses Weltreich aufgebaut, sehr jung verstorben. Und dann kommt das römische Weltreich, das fängt aber im Jahr 168 vor Christus erst an und dauert bis 395 nach Christus.
da war dann Reichsteilung in Rom und Byzanz. Ja? Das war da immer noch ein römisches Reich. Das waren nicht zwei Beine. Das war ein römisches Reich mit zwei Regierungssitzen. Ja? Weil das so groß geworden ist, dass die Rom und Konstantinopel dann als Regierungssitz gewählt haben. Aber es war noch nicht geteilt. Ja? Später ist es dann geteilt worden auch. Und wurde dann tatsächlich Ost- und Westrom. Also hier, ab 395 Teilung in Ost- und Westrom, aber diese, also Konstantinopel als zweiten Regierungssitz war schon früher. Das Problem, was wir haben, ist, dass zwischen 323 und 168 vor Christus ja eine Lücke ist. Das heißt also, dass auf Alexander den Großen nicht unmittelbar das Römische Reich gefolgt ist. Warum das alles so ist, zeige ich euch gleich mal im Detail. Aber eigentlich fehlt ja hier zwischen 323 und 168 vor Christus, da ist ja eine Phase, die nicht ausgefüllt ist. Wenn wir mal ins Jahr 200 vor Christus springen und uns mal anschauen, wie die Welt da aussah, wenn wir mal in diese Lücke reingehen wollen, schauen wir uns mal eine Weltkarte an. Das ist hier das sind die Diadochenreiche, das sind die Könige nach Alexander dem Großen, um die geht es eigentlich auch. Und die Zeit wird gezeigt vor Beginn der Kämpfe mit Rom. Und das ist die Zeit, die wir sehen, um 200 vor Christus. Wir sind also jetzt im Zwischenraum zwischen Alexander dem Großen und dem beginnenden Römischen Reich. Und dann seht ihr schon hier, dass das Römische Reich noch sehr klein war. Die waren alle noch in Italien, die Römer. Ja? Und das ist jetzt eine Phase, wo Alexander der Große schon also 323, also 120 Jahre tot ist und es ist immer noch kein römisches Reich hier aufgetaucht in seiner Größe. Ja? Es hat sich zwar hier irgendwo schon manifestiert, aber Nordafrika und so weiter ist ja später auch römisches Reich geworden. Es ging auch hier rüber bis Iran, Irak und hier nach Norden bis nach Schottland hoch. Ja? Aber in der Zeit war das klein und es gab kein römisches Reich. Warum nicht? Weil in der Zwischenzeit zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich die Diadochenkönige waren. Alexander der Große ist relativ jung gestorben und hatte keine Kinder. Er war zwar verheiratet mit einer persischen Prinzessin und die war auch schwanger, aber als Alexander der Große gestorben ist, da haben sich vier seiner Generäle, haben sich sein Reich untereinander aufgeteilt. Ja, Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemäus, zeige ich euch gleich, ja. Und diese vier Generäle, die haben wie so Raubtiere ein Stück dieses Reichs rausgebissen und sich selber angeeignet. Und die haben auch immer untereinander gekämpft gegeneinander, weil wenn einer gegen den anderen siegen würde oder wenn einer die drei anderen besiegen würde, dann wäre er ja Nachfolger von Alexander dem Großen und Beherrscher der Welt geworden. Das war natürlich hochattraktiv. Und deswegen haben diese vier Könige hier immer gegeneinander gekämpft, vor allem diese beiden, Seleukos und Ptolemäus. Das waren die beiden wichtigen, großen Könige und die haben immer gegeneinander gekämpft. Die zwei waren ein bisschen kleiner, die haben sich da rausgehalten, weil sie eh keine wirkliche Chance hatten gegen die beiden anderen. Aber diese beiden haben sehr stark gegeneinander gekämpft und das wird auch in der Bibel beschrieben. Also Daniel ist auch historisch, das ist auch Weltgeschichte. Und wenn wir die Zeit, wie gesagt, ein bisschen kennen im Alten Testament, dann können wir vielleicht auch Stellen verstehen, die in der Offenbarung sind, für die Endzeit beschrieben sind, weil ich glaube, dass Gott für die Endzeit immer dieselbe Geschichte erzählt hat. Und diese Geschichte wird schon im Alten Testament mit Jabin und Sisera und Sihon und Og, Seba und Zalmunna, ja, das sind immer so Pärchen, die im Alten Testament erzählt werden, was da an Schlachten geschlagen wurde. Und so ein Pärchen haben wir in der Endzeit auch. Wir haben dann ein Tier aus dem Meer und ein Tier aus dem Land. Ach, dann kommt so ein Pärchen in der Offenbarung vor, was wohl schon im Alten Testament war. Ja, genau. Das heißt ja, Gott erzählt die Geschichte schon lange und immer wieder wiederholend und aber immer weiter ausformuliert. Genau. Bis es in der Offenbarung ganz detailliert wird. Aber man liest heute die Offenbarung und das Schwesterbuch, den Daniel, ja, die liest man so oft isoliert vom Rest des Alten Testaments. Und dann wird da viel hineingelegt, was nicht drin ist. Ja, und das wollen wir nicht tun, sondern wir legen mal das ab, was wir wissen und versuchen einfach mal die Bibel so als Bibel stehen zu lassen und die Linien innerhalb der Bibel zu verbinden. Und dann, glaube ich, findet man eine saubere Basis, wo man dann irgendwann auch in die Offenbarung gehen kann, ja. Aber die Offenbarung wird oft zu schnell und ohne Kontext ausgelegt. Man löst die da aus dem Zusammenhang raus. Ja? Und dann ist dann der Reiter auf dem weißen Pferd, ist dann das Weiße Haus. Und der Reiter auf dem roten Pferd ist der rote Platz.
Ja, ich sage, oder die örtliche Feuerwehr, was will man denn da einsetzen, ja? Das ist mir zu, so habe ich das gelernt. Ja, als ich zum Glauben gekommen bin, gab es Pastoren, die das ernsthaft auch gepredigt haben. Und das war halt die gegenwärtige Weltpolitik, West-Ost-Konflikt, Washington-Moskau, wurde dann da hineingelegt. Ja, sage ich, was ist denn jetzt das schwarze Pferd? Da müsste man ja auch, ist das Berlin oder was nimmt man denn da, ja? Und das ist mir zu nervös. Das ist so hyperaktiv. Schilddrüsenüberfunktion, ja, geistlich. Ja? Das geht mir zu schnell und das ist zu hektisch und das ist auch nicht an der Bibel angelehnt. Und wir sehen aber gleich noch da Details, wie man darauf kommt. Ja? Aber hier sieht man eigentlich die Diadochenkönige, die haben Alexander den Großen abgelöst und die haben immer gegeneinander gekämpft und haben sich so gegenseitig in Schach gehalten. Das war ja teuer, Kriege zu führen gegeneinander. Und deswegen haben die sich auch gegenseitig immer geschwächt. Ja? Und das Römische Reich hatte Zeit, immer größer zu werden. Korsika, Sardinien, Karthago, Sizilien, dann gingen die hier rüber, haben sie hier rumgeknabbert und immer größer sind sie geworden. Und 168 vor Christus haben die Römer dann die Macht im Nahen Osten übernommen und dann kommt auch das Römische Reich. Aber vorher nicht. Also wir sehen eigentlich, dass historisch auf Alexander den Großen nicht das Römische Reich gefolgt ist. Im Standbild auf den bronzenen Bauch sind nicht zwei Beine gefolgt, sondern vier Schenkel. Und zwar diese vier. Und das ist natürlich was, wo man mal stutzig wird und mal nachdenken muss und sagen muss, oh, vielleicht muss man das mal auch in den historischen Zusammenhang setzen. Und mal gucken, stimmt das denn, wenn man sagt, auf Alexander oder auf die Griechen kam sofort das Römische Reich? Also historisch scheint es schon mal nicht zu stimmen. Ja, das kann man sehen. Das war Alexanders Route, also in 10 Jahren sehr, sehr schnell alles da erobert, was da zu finden war. Und so wurde das dann nachher aufgeteilt, Seleukos und Ptolemäus, Seleukiden und Ptolemäer, ja, und hier oben Kassander und Lysimachos. Das war das, was wir im 2. Jahrhundert vor Christus vorgefunden haben, bis die Römer dann irgendwann dort eingeschritten sind. Ja? Und das war auf Messerschneide, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn nämlich, weil der Seleukos war drauf und dran, den Ptolemäus zu besiegen, während die Römer hier oben eine Schlacht geschlagen haben in Mazedonien. Und die Römer haben nur wenige Tage vorher diese Schlacht gewonnen, bevor der Seleukos Ägypten erobern konnte. Wären die Römer nicht so schnell gewesen mit ihrer Schlacht hier oben in Pydna, glaube ich, ja, dann hätte Seleukos Ptolemäus erobert und dann hätte der die Römer hier rausgeschmissen und dann hätte es kein römisches Reich gegeben. Das war auf Messerschneide. Und nur weil die Römer hier oben etwas schneller fertig wurden als geplant und gedacht, ist dann irgendwann der Laenas, zeige ich euch auch gleich, der ist dann hier von Kreta runtergefahren nach Ägypten und hat dem Seleukos gesagt, du gehst sofort wieder nach Hause und du eroberst hier gar nichts mehr, weil wir sind jetzt die Player. Und dann sagt der Antiochos, denke ich mal drüber nach. Und dann sagt der Laenas, und die kannten sich, die waren Jugendfreunde, der nimmt einen Stock und zeichnet einen Kreis um ihn im Sand und sagt, bevor du den Kreis verlässt, muss ich deine Antwort haben. Jeder, der Latein lernt heute in der Schule, kennt die Geschichte, weil die im Lateinbuch ist, die drin. Ja? Also die Lateiner kennen das, die wissen das. Das heißt, wir machen hier nicht irgendwas, wir machen Weltgeschichte hier. Ja? Also wir bilden uns etwas. Das ist ja gut für einen Menschen. Ja? Spurgeon sagt, Gott braucht nicht unsere Klugheit, aber noch weniger unsere Dummheit. Das finde ich auch gut. Ja? Ja? Also das ist wirklich Weltgeschichte. Und also das war auf Messerschneide. Die Römer waren also sehr schnell hier, haben die diesen Sieg hier errungen und haben gesagt, jetzt marschieren wir hier durch und wir nehmen uns das ganze Vorderasien nehmen wir uns mit und hier ist jetzt Ruhe im Karton. Und du gehst nach Hause, Seleukos. Antiochos war das, ja. Und der Antiochos geht auch nach Hause, aber auf dem Heimweg geht er nochmal in Jerusalem vorbei und richtet ein Gräuel der Verwüstung an und beraubt den Tempel. Ja, und das ist das, wo Jesus drauf Bezug nimmt, was du gelesen hast eben, ja? Das heißt, Jesus nimmt Bezug auf diese historische Begebenheit. Und heute noch feiern die Juden ja Yom Kippur, Lichterfest, ja? Das hat alles mit diesen Dingen zu tun. Tempelweihfest, ja?
Chanukka, Entschuldigung, ja, Chanukka-Fest. Immer wenn der Chanukka-Leuchter entzündet wird, ja. Das hat zu tun mit der Wiedereinweihung des Tempels, nachdem Antiochos Epiphanes den hier geschändet hatte, weil der Mann hat ja Schulden aufgenommen, der hat ja Kredite aufgenommen, um diesen riesigen Krieg gegen Ägypten auch zu gewinnen. Und als der Römer ihn nach Hause schickt, da hat er Schulden und dann sagt er, okay, dann hole ich mir ein bisschen Geld aus dem Tempelschatz in Jerusalem. Und dann hat er ganz schrecklich gewütet dort in der Stadt. Ist normale Geschichte für sich selber, hochspannende Sache eigentlich, ja. Aber das war die historische Situation. Und diese Begebenheit, als dieser Laenas, dieser römische Politiker, dann hier runterfährt mit seinem Schiff, die ist auch, könnt ihr auch im Internet finden, das ist der Tag von Eleusis, ja. Also hier steht, der Tag von Eleusis ist in der althistorischen Forschung der frühe Julitag im Jahr 168 vor Christus. Ab da hat Rom im Nahen Osten seine Vorherrschaft zementiert, ja. An dem der römische Gesandte Gaius Popilius Laenas, das ist der hier, ja, Antiochos IV., das ist der hier, erfolgreich zum Abzug aus dem ptolemäischen Ägypten aufforderte. Aha, der Römer kommt runter nach Ägypten, wo der Antiochos gerade Ägypten erobern wollte, und er sagt, du gehst jetzt sofort nach Hause. Ja, das Ereignis, dieser Tag von Eleusis, das Ereignis markiert damit die endgültige Etablierung der römischen Hegemonie über den östlichen Mittelmeerraum. Also ab 168 vor Christus ist Rom der Hegemon im Vorderen Orient. Aber von 168 zurück bis Alexander den Großen ist ein Gap, da ist eine Lücke. Und in dieser Lücke sind die Diadochenkönige gewesen, ja? Also jetzt haben wir ungefähr mal eine Einordnung. Alexander der Große von 333 bis 323, er stirbt. Die Diadochen teilen sein Reich unter sich auf, kämpfen die ganze Zeit immer gegeneinander, bis 168 vor Christus Laenas kommt und dem Antiochos Epiphanes sagt, zieh nach Hause, du eroberst Ägypten nicht, jetzt kommt Rom. Das war die Zeitenwende, in der dann das Römische Reich angefangen hat, ja? Also damit kann man sehen, dass auf Griechenland überhaupt nicht das Römische Reich gefolgt hat. Aber das hört ihr überall im Internet. Ja? Immer, wenn es um Daniel geht, dann wird immer gesagt, das war Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und dann kommt Europa, das moderne Europa. Aber Moment, das Standbild hat auch noch Füße, oder? Das Standbild hat ja nicht nur zwei Beine, hat sowieso nicht, ja? Aber es hat nicht nur zwei Beine und zehn Zehen, es hat auch noch zwei Füße. Ja gut, aber sage ich, wenn jetzt dieses Standbild tatsächlich Ost- und Westrum darstellen soll und die 10-10 das moderne Europa, dann wäre ja auch die Frage, was sind denn die beiden Füße dann? Und das kann mir niemand beantworten. Ich frage da auch immer nach und ich war zum Beispiel jetzt für uns mal so, ja, beim auf dem Geburtstag und die haben sich über alles Mögliche unterhalten, solche Dinge auch, und dann kamen wir aufs Standbild. Und dann sage ich, ja gut, aber der Stein, der irgendwann vom Himmel herabgerissen wird, der zerschlägt ja dieses Standbild und der schlägt das Standbild an seine Füße. Was sind denn die Füße? Und dann sagt ein Bruder, nein, steckt das nicht an die Füße, der steckt das an die Beine. Dann sage ich, nein, der steckt das nicht an die Beine. Doch, der steckt das an die Beine. Da glaube ich dem mehr als dir. Sag ich, du darfst weder dem noch mir glauben, du musst es in der Bibel lesen. Ja, dann hole ich jetzt eine Bibel. Das ist eine gute Idee, sage ich. Er holt die Bibel und dann steht dann halt Schenkel. Und der Stein schlägt das Standbild an seine Füße. Ja? Wenn das aber eine Abfolge ist von Weltreichen, dann müsste man ja hier Babylon, Medo-Persien, wegen mir Griechenland, wegen mir auch Rom, und dann müsste man zwei Füße haben und auch 10 Zehen. Und für die zwei Beine sagt man, das ist das antike Rom, und für die 10 Zehen sagt man, das ist das moderne Europa. Aber für die Füße hat man keine Lösung. Warum? Weil das so zusammengebastelt ist. Das passt nicht richtig, das ist... Ich weiß auch nicht, wie man das vergleichen soll, aber das ist nicht rund. Und überall, wo man ein bisschen tiefer gräbt, merkt man, dass das nicht aufgeht. Das ist nicht bis zum Schluss konsistent, ungezwungen ineinandergefügt, ja? Sondern das ist für mich so zusammengeschustert. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja? Das ist ein bisschen despektierlicher Ausdruck für Exegese der Bibel, aber ich empfinde das langsam so. Ja? Aber wenn das so ist, dann ist ja die Frage, also das sind die Diadochen nochmal, hier sind sie nochmal aufgezeichnet, dass ihr ein bisschen das im Hinterkopf habt. Die beiden wichtigen, haben wir auch schon gesehen, waren Syrien und Ägypten, die übrigens heute wieder als Staaten existieren. Wir haben ja wieder in Syrien, wir haben wieder in Ägypten, wir haben wieder Israel.
Das sind ja alles Strukturen, die von damals auch sind. Wir haben den Irak, wir haben den Iran, wir haben eine Türkei. Und das sind alles Nachkriegsgewächse. Diese Staaten sind alle 75 Jahre alt. Sie sind alle so alt wie Israel. Natürlich ist Ägypten Jahrtausende alt, aber in seiner heutigen politischen Struktur ist es so alt wie Israel. Als ob vor 75 Jahren, so nach dem Zweiten Weltkrieg, als ob es da Plopp gemacht hat und antike Strukturen im Nahen Osten entstanden sind. Als ob wieder ein Seleukus da ist und ein Ptolemäus. Als ob zwei Füße da wären. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja? Wir schauen uns nur mal so an, was da so in der Antike gewesen ist. Ja, und dann ist es natürlich so, dass der Daniel und auch der Nebukadnezar diesen Traum hatten. Der Nebukadnezar, ich erzähle jetzt vielleicht ein bisschen, weil es ist sehr viel Text, ja, den spare ich euch jetzt hier. Ja, wir schauen uns nur einen Teil nachher später an davon. Aber der Nebukadnezar, der sitzt auf seinem Bett und fragt sich, wie geht denn die Weltgeschichte überhaupt weiter? Jetzt bin ich sozusagen Beherrscher der Welt geworden. Kein Weltreich war jemals so groß wie meins. Was kommt denn nach mir? Wie geht das denn weiter? Welche Weltreiche kommen nach mir? So war seine Frage. Und dann hat Gott ihm in einer Vision, in einem Traum, dieses Standbild gezeigt. Und der Nebukadnezar erschrickt darüber und wird wach und ruft seine Weisen und seine Zeichendeuter alle zusammen und sagt, könnt ihr mir meinen Traum deuten, ja? Aber damit ich weiß, dass ihr keine Quacksalber seid, müsst ihr mir auch den Traum selbst sagen. Ihr müsst mir sagen, was ich geträumt habe und was das bedeutet. Dann sagen wir, das kann keiner. Ja, kein König verlangt das von seinen Weisen und von seinen Traumdeutern. Sag uns den Traum, dann sagen wir dir die Deutung. Dann sagt er, nee. Ihr fangt schon wieder an und macht hier rum, ja? Ihr wollt nur Zeit schinden, sagt er. Ich will von euch wissen, was ich geträumt habe und die Deutung, weil dann weiß ich, dass ihr auch was könnt. Und die natürlich hilflos, ja, und Nebukadnezar wird zornig und sagt, ich bringe euch um und zerstöre eure Häuser, wenn ihr mir nicht sagt, was der Traum war. Brutal, ja, also ein echter Weltherrscher, ja. Und die natürlich ganz verzweifelt gehen nach Hause und dann hört der Daniel davon, weil einer der Hofbeamten vom Nebukadnezar kommt, auch zum Daniel und berichtet ihm davon. Dann sagt er, sagt dem Nebukadnezar, er soll uns ein bisschen Zeit lassen und ich will Gott fragen. Und dann zeigt Gott dem Daniel im Traum dasselbe Standbild. Das fand ich erstaunlich. Und der Daniel war ein Teenager, 16, 18 Jahre. Der Daniel ist so jung, dass der Nebukadnezar, als der dann am nächsten Tag zum Nebukadnezar kommt, da sagt der Nebukadnezar, bist du es, der mir den Traum deutet? Also so erstaunt ist der Nebukadnezar, weil der Daniel so als junger Mann ist er ja entführt worden, 605 vor Christus nach Babylon. Und in der Zeit hatte der Nebukadnezar den Traum, ja, Teenager. Also schon erstaunlich und klug, ja, in seiner Art und seinem Umgang. Und dann kommt Daniel und erklärt dem Nebukadnezar auch den Traum. Das habe ich euch jetzt erzählt in dürren Worten, ja. Jetzt kommt der Daniel und sagt, du König hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Der sagt dem König auch, du König dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. Da hat der Nebukadnezar gesagt, was? Du hast mich auf meinem Bett gesehen? Das ist ja intim, ja? Du lagst auf deinem Bett und hast dir nachgedacht, was dann wohl dereinst geschehen würde? Da hat der Nebukadnezar große Augen gemacht, ja? Man muss sich mal da reinversetzen. Man liest es so runter, ja, und sagt, ich verstehe da doch alles gar nicht so genau. Aber allein das ist ja schon, da muss man ja schon schmunzeln. Dem ist wahrscheinlich, ist es dem kalt den Rücken runtergelaufen, dem Nebukadnezar, was der da sagt. Ja? Also Gott zeigt dem Daniel, wie der König auf dem Bett sitzt und nachdenkt, was passieren wird. Ja? Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel, nicht seine Beine, seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen. Wenn aber der Stein Jesus Christus ist, der wiederkommt vom Himmel, ohne Hände, ohne Menschenhände herabgerissen, und wenn Christus wiederkommt und das Standbild an seine Füße schlägt und das Standbild die Abfolge von Weltreichen zeigt, dann müssten ja zur Zeit der Wiederkunft Christi zwei Füße herrschen. Versteht ihr den Gedanken, ja?
Nicht zwei Beine oder Schenkel, sondern zwei Füße müssen dann herrschen. Und vielleicht auch noch 10 Zehen, ja? Aber das wäre doch eine politische Struktur, die die Bibel uns vorzeigt für die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und da müssen wir gleich gucken, was sind denn die Füße? Schauen wir uns noch im Detail an, ja? Da wurden also, als dieser Stein runterkommt und das Standbild an seine Füße schlägt, die von Eisen und Ton waren und zermalmte sie, da wurden miteinander zermalmt Eisen und Ton und Kupfer und Silber und Gold und die ganzen Weltreiche, die wir jetzt sehen, Amerika und Russland und China und Indien und alles, das wird alles beendet, wenn Christus wiederkommt, weil er der Herr der Herren ist. Er ist der König aller Könige. Er zerschlägt das alles und das wird wie Spreu auf der Sommertenne. Da bleibt nichts übrig von. Von unserem Leben bleibt auch nichts übrig. Ja, das war der Grund, warum ich zum Glauben gekommen bin. Wenn man das mal nüchtern sieht, von uns bleibt nichts übrig. Ja? Und von den ganzen großen Weltreichen, die mit großem Gepränge jetzt unterwegs sind, da bleibt nichts übrig. Einen Pastor haben sie in Russland haben sie gefangen genommen und gesagt, und was jetzt mit deinem Jesus? Wir sind die Kommunisten, wir beherrschen die Welt. Ja, sagt er, ihr beherrscht die Welt eine Zeit lang. Und dann kommt mein Herr und dann beherrscht er die Welt und zwar für immer. Ja? Also das ist eine Perspektive, die man haben darf. Ja? Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg. Ein Stein kommt und der wird zu einem Berg. Christi Reich über die ganze Welt. Ja? Dieser Stein wird zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Christi Königreich auf der ganzen Erde. Da ist die Gemeinde schon im Himmel, die ist dann entrückt. Das ist nicht unsere Berufung. Ja? Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber das sind irdische politische Linien, wenn der König aller Könige auf Erden herrschen wird. Ja? Jesus kam ja, um sein Königreich aufzurichten. Beim ersten Mal schon. Er kam als Sohn Davids. Die Jünger sagen, wenn du jetzt da nach Jerusalem, als sie nach Jerusalem raufgehen, wenn du auf dem Thron sitzt, lass uns rechts und links sitzen. Die haben einen König erwartet, dass sein Königtum anbricht. Kein Amerika. Ja, Israel als Weltmacht. Das war der Plan Gottes. Und dann geschieht das Unglaubliche, dass Israel seinen König tötet. Seinen Maschiach. Ja, und tötet Jesus. Und dann kommt Plan B Gottes, der eigentlich Plan A war. Ja? Aber die Geschichte kennt ihr, ja? Aber das ist so, dass sein Weltreich zu einem großen Berg wird, der die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Da hat der Nebukadnezar geschluckt. Da sagt er, ja, das stimmt, mach mal weiter, ja? Ich glaube, da hat er sich hingesetzt, als er das gehört hat, ja? Das ist der Traum. Und nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Teenager, ja? Er legt es aber nicht ganz aus, das Standbild. Müsst ihr genau hinhören. Der legt nur einen Teil aus. Ja? Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung von dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem Gott, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Ah, jetzt haben wir schon mal eine Information. Das Standbild, das goldene Haupt des Standbildes ist Babylon. Nebukadnezar im engeren Sinn. Das ist eine wichtige Information. Ah, da scheinen wohl Weltreiche abzulaufen. Und du, Nebukadnezar, bist der Erste. Nicht Assyrien, nicht Ägypten, keine antiken, sonstigen Weltreiche. Bei Babylon fängt die Sache an zu zählen. Ist nachher nochmal wichtig. Ja? Okay, also du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, nämlich Medo-Persien. Geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist, Alexander der Große. Das haben die Juden Alexander dem Großen gezeigt, als er gegen Jerusalem gezogen ist. Den Text. Ja? Dieser Text ist aus dem 5. Jahrhundert. Alexander der Große kommt im 3. Jahrhundert nach Jerusalem rauf, um Jerusalem zu erobern. Und die Priesterschaft in Jerusalem kommt im vollen Ornat mit den Danielbüchern, den alten hebräischen Rollen, dem Alexander dem Großen entgegen. Und der Alexander der Große kommt mit seinen Generälen, damals noch Seleukos und Ptolemäus und Kassander und Lysimachos, die kommen alle mit Alexander nach Jerusalem rauf. Und der Alexander steigt vom Pferd und kniet vor denen nieder. Und da sagen die Generäle, was ist mit dir los? Wir sind Juden, wieso, du bist Herrscher der Welt, wieso kniest du vor denen nieder? Dann sagt der Alexander, ich knie nicht vor denen nieder, sondern ich knie vor dem Gott nieder, den die repräsentieren. Das sagt Alexander. Das waren Leute mit Würde. Das war klasse. Ja? Und dann gehen die Juden her und sagen dem Alexander, dem Großen, Alexander, du bist verheißen in unseren alten prophetischen Schriften von einem unserer Lieblingspropheten Daniel, dass du nach dem medopersischen Weltreich König wirst
Und das steht hier in Daniel, ja, von diesem dritten Weltreich, das aus Kupfer ist, das bist du. Denn der erste war Babylon, der zweite waren die Perser, die hast du besiegt und du bist der dritte. Und das war für Alexander super wichtig, weil die alle sehr abergläubig waren und natürlich ihre Königsherrschaft in alten Schriften immer wieder auch bestätigt sehen wollten. Und wenn die Juden jetzt als eine der ältesten Religionen der Welt Alexander in ihren religiösen Schriften haben, auch Daniel 7 konnten die das zeigen mit dem Ziegenbock, ja, der gegen den Widder kämpft, der König von Griechenland, steht wörtlich in Daniel 7. Ja, das war eine große Sache für Alexander den Großen. Und da hat Alexander Jerusalem sehr viel Freiheit gegönnt, weil die ihm entgegengekommen sind und haben gesagt, du stehst in unserem du erfüllst unsere Prophetie. Und damit hat Alexander gesagt, ich bin der rechtmäßige Herrscher der Welt. Da seht das. Da steht's seit Jahrhunderten in deren Schriften. Das ist passiert, ja? Schreibt Flavius Josephus von. Nach dir wird ein anderes Königreich, dann das dritte Königreich. Und dann sagt er, also das dritte Königreich, das aus Kupfer ist, das war Alexander der Große, und über alle Länder herrschen wird. Also hat er da schon mal eine Perspektive gehabt, dass er sein Siegeszug noch weitergeht, weil der runtergezogen ist nach Jerusalem, über Jerusalem nach Ägypten, von Ägypten wieder nach Norden und dann nach Osten bis an den Indus, bis nach Indien. Ja? Und das hat er eigentlich schon bekommen, als er in Jerusalem gewesen ist, dass dieser König herrschen wird über alle Länder. Ja? Also das war schon eine Perspektive, wo er sagt, oh, es geht wohl noch weiter mit meinem Erfolgsfeldzug. Ja? Und dann kommt das vierte Weltreich, das wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Und da sagt man immer, dass das das römische Weltreich ist, ja. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, Eisen und Ton vermengt bei den Füßen, das bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Das sagt man immer von dem modernen Europa. Ja, das ist zwar militärisch stark, aber moralisch schwach. So ist die Auslegung, die er da findet zu, ja. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Das heißt also, Eisen scheint eine Völkerschaft zu sein und Ton eine Völkerschaft, weil die werden ja durch Heiraten, werden die sich ja miteinander vermischen. Dann geht es ja da um Menschen, ja? Ist ja nicht nur irgendein anonymes Weltreich, sondern Eisen mit Ton vermengt heißt, dass diese Menschen dieser Völkerschaften sich durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige, der Füße, ja, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Warum? Weil der Stein ja vom Himmel herabkommt und an die beiden Füße schlägt, die mit Eisen mit Ton vermischt sind. Aber das ist das, was der Daniel dem König Nebukadnezar zeigt, ja, und er sagt, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte, die Reihenfolge ist auch spannend, aber soll jetzt sich interessieren, so hat der große Gott dem König auf seinem Bett kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Ja, so Teenager, jetzt bist du dran, König. Ja, der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Also ich finde, das ist ein gewisses Selbstvertrauen. Ja? Das muss man mal sagen, und zwar vor dem König Nebukadnezar. Und da war der König platt. Ja? Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, dass man ihm opfert. Also das war heftig. Der hat mir den Traum gesagt und die Bedeutung. Und er sagt, der Traum ist wahr, der Traum ist zuverlässig, das kommt von Gott und meine Deutung stimmt. So, das wird kommen. Das wolltest du doch wissen, was nach dir kommt, ja? Und so hat Daniel den Traum dann ausgelegt und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Da entstand aber ein bisschen Eifersucht, gell? So ein junger 18-Jähriger wird dann Chef, ja? Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Land Babel Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. So, das ist jetzt das, womit wir da zu tun haben. Und so wird das allgemein gedeutet.
Also der Traum ist zuverlässig, aber die Deutung ist nicht richtig. Ja? Und wir gucken mal, ob wir das ein Stück weit überarbeiten können. Also die beiden Beine sollen ja angeblich für Rom stehen, aber wir haben schon gesehen, es sind keine Beine, es sind Schenkel. Wie viele Schenkel hat ein Mensch? Vier. Ja, super. In Deutschland ist das nicht so ganz klar, aber in Schwabenland, wo ich herkomme, gibt es die Fies. Ja? Und die Fies gehen bis an die Hüfte. Für die Schwaben ist das kannst du das Standbild nicht erklären. Ja? Das, ja? Weil die, ja? Aber mit Schenkeln, ja, also finde ich gut, weil manche sagen, die haben dann zwei Schenkel. Aber ein Mensch hat vier Schenkel, zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel. Auf Alexander den Großen folgten vier Generäle. Vier Schenkel. Es ist noch ein bisschen komplizierter, aber für jetzt hinreichend genau, sage ich mal. Ja? Dass man mal grob einen Überblick dafür bekommt. Man müsste dann noch mal ein bisschen schauen zu, aber können wir vielleicht machen, wenn Zeit ist dafür. Aber das heißt, wir haben nicht zwei Beine, das sind seine Schenkel aus Eisen. Ich habe natürlich gesagt, ich kann das jetzt nicht einfach behaupten. Also habe ich das Bibelinstitut in Stuttgart angeschrieben. Die sind zuständig verantwortlich für die Übersetzung der Lutherbibel, und zwar weltweit. Und habe denen gesagt, was heißt dieses aramäische Wort Schock? Könnt ihr mir da helfen? Und steht dieses Wort Schock im Singular oder im Plural oder im Dual? Ja? Steht das Wort in der Einzahl oder in der Mehrzahl oder im Dual? Eltern ist ein Dual. Eltern gibt es immer nur, also früher, immer nur zwei. Ja? Heute geht ja alles durcheinander. Ja? Aber Eltern wären Dual. Oder die Engländer sagen Binoculars für ein Fernglas. Da ist ein Fernglas mit gemeint, aber die nennen das in der Mehrzahl, weil das Fernglas hat ja zwei Röhren. Ja? Also zwei, ja gut, ihr wisst, was ich meine. Oder Trousers, a pair of Trousers. Das ist nur eine Hose, aber zwei Hosenbeine. Ja? Und so ähnlich gibt es auch eine Form im Aramäischen für Schock. Und die schreiben mir zurück, Schock heißt Schenkel und nicht Beine. Kommt auch nur einmal in der Bibel vor, nur hier. Heißt Schock und steht im Plural, weil der Dual und der Plural ineinander aufgegangen sind. Also wir hatten da einen langen Mailwechsel, ich habe den auch bei mir, ich glaube, ich habe den auch mal irgendwo im Internet veröffentlicht. Aber mir war das natürlich, das ist ja ein ganz kritischer Punkt hier, zu behaupten, es sind keine Beine. Zu behaupten, es geht nicht um Rom. Da guckt dich ja jeder groß an und sagt, komm, das hat keinen Zweck, ja. Aber deswegen habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen wissenschaftliche Unterstützung. Und die Dame, die dort für die Übersetzung zuständig war, die war sehr freundlich mit mir und hat mir dann geholfen, das dann praktisch rauszubaldowern, was das mit dem Schock auf sich hat. Aber da steht halt einfach, wie der Luther übersetzt, Schenkel. Wer eine Schlachterbibel hat, Schlachter 2000, da steht seine Oberschenkel. Ja? Das steht nicht im Grundtext. Wer das nachgucken will, Schlachter 2000, steht seine Oberschenkel aus Eisen. Das kommt daher, weil im Althochdeutschen war der Schenkel immer der Schlegel und der Schlegel vom Hähnchen war immer der Oberschenkel. Warum? Weil am Unterschenkel ist nichts dran. Ja? Da ist ja nur die Kralle dran. Und wenn ihr Schlegel bestellt habt beim Metzger, hat er euch ja nicht die Kralle verkauft, sondern das Oberschenkelchen, wo ein bisschen Muskelfleisch dran war. Und über dieses althochdeutsche Schlegel, Schenkel hat man das verschlimmbessert und hat aus Schenkel Oberschenkel gemacht. Das darf man aber nicht. Man muss das so lassen, wie Gott das in den alten Texten geschrieben hat. Ja? Und das ist keine gute Übersetzung. Sag ich, wo ich überhaupt kein Hebräisch und kein Aramäisch kann, ist auch schlimm. Ne? Also, aber wenn ihr das nachprüft, das ist so. Ja? Und das ist aber ein ganz neuralgischer Punkt, wo wir jetzt hier sind, weil ich jetzt natürlich sage, das sind gar keine Beine. Ihr Ausleger, und da gehören auch ganz bekannte Ausleger zu, die reden immer von zwei Beinen und das steht da nicht. Wenn ihr die Wuppertaler Studienbibel aufschlagt, das ist das Standardwerk für die Bibelauslegung, da hat der Gerhard Meyer, das ist ein Theologe aus dem baden-württembergischen Land, war der Landesbischof, weiß ich gar nicht genau, ja, Bischof, ja, toll über Daniel geschrieben, sehr ausführlich auch, und der sagt, im Urtext steht tatsächlich nicht Schenkel, sondern Beine. Anmerkung in der Fußnote, Gesenius schreibt es anders. Gesenius ist der Fachmann fürs Aramäische, hat ein dickes Handwörterbuch fürs Hebräische und Aramäische, Handwörterbuch, ja, so ein Schinken, ja. Handwörterbuch fürs Aramäische und Hebräische geschrieben und der sagt, Schock heißt Schenkel. Und Gerhard Meyer schreibt wieder besseres Wissen, dass im Urtext
nicht Schenkel, sondern Beine stünde, aber dass Gesenius das anders sieht. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das heißt. Das heißt, der Gesenius sagt zwar, da steht Schock, aber ich sage, da steht Beine. Warum? Weil sonst meine ganze Sache nicht aufgeht. Da kann ich ja aufhören, hier zu schreiben. Ja? Das ist schon heftig. Ich habe das fotografiert, ich habe das auch in ein Video gefasst. Ich sage, lest das nach. Jemand hat mich sehr geschimpft aus der Schweiz, dass ich sowas tue. Ich hätte den Gerhard Meyer beleidigt. Sag ich, nö, ich habe nur gezeigt, was er geschrieben hat. Ja? Mehr nicht. Aber ihr merkt, da ist Spannung drauf und da gibt es richtig Widerstand auch. Ja? Das muss, also wenn ich das behaupte, das muss stimmig sein. Und deswegen wäre ich dankbar, dass die in Stuttgart da beim Bibelinstitut mir so eine Aussage geben. Und wenn da jemand sagt, was du sagst, ist nicht wahr, dann gebe ich denen die Mail und sage, hier, lies es mal. Ja? Kann ich nicht einfach so behaupten, was ich da mache. Ja? Okay, also das sind eigentlich Schenkel. Ja? Und die 10-10 sollen ja angeblich für 10 europäische Staaten stehen. Aber die Zahl der Mitgliedstaaten in der EU ist ständig gestiegen, mittlerweile auf 27. Also Standbild mit 27, 10? Ja? Okay. Manche vermuten ein Auseinanderbrechen der EU. Die EU kann ja auseinanderbrechen und dann kann ja immer noch ein Bund aus 10 Staaten entstehen. Also die Möglichkeit besteht ja immer noch. Ja? Also man hält da fest dran. Schock, nee, das sind Beine und das sind auch nur 2 und ja. So, und man versucht dann irgendwie auch anders zu deuten. Ja? Andere erwarten zum Beispiel 10 Staatenblöcke weltweit, ja? Die eine Weltregierung bilden sollen. Dabei werden die EU, die OPEC, die Contadora-Staaten, zentralafrikanische Staaten, die UNO, Mexiko, Panama, Kolumbien und Venezuela genannt. Ja, ich sag, wo habt ihr das her? Das ist ja wie hier, ja? Also so ein Hasen aus dem Zylinder zaubern, ja? Da ist er und dieser weg, ja? Wo habt ihr das her? Was ist das? Ja, wo steht das? Steht das in der Bibel, oder ja? Das heißt also, man schaut sich die Welt an, das kommt vom Club of Rome. Der Club of Rome, der hat diese 10 Staatenblöcke mal definiert weltweit, Machtzentren, ja, wo mehrere Staaten zu gehören. Ah, sagen alle, super, ich habe endlich was mit 10 gefunden. Da kann ich ja den Daniel wieder neu auslenken, kann ich ein Buch schreiben. Die Leute kaufen das, ja? Und das, ja? Also das sind Sachen, die da passieren und wo ich also hochkritisch bin, weil das ist mir zu nervös. Ja? Ich sage, lasst uns das lieber ein bisschen runternehmen und zurücknehmen, ein bisschen nüchtern sein dabei. Und dann haben wir ein geografisches Problem. Und das ist auch interessant, weil das sehr plastisch ist. Wir haben ein geografisches Problem. Weil die oberen Weltreiche sind ja alle im vorderen Orient, aber das Römische Reich ist ja in Europa. Ein ganz anderer Kontinent. Das würde ja heißen, wir nehmen die Beine vom Standbild und schieben die 2.500 Kilometer nach Westen, nach Italien. Und was passiert da mit dem Standbild? Es fällt um. Ja? Und ich sage immer, ich bin kein Theologe, aber ich bin ein Architekt. Und das darf ich sagen, dass so ein Standbild nicht steht. Ja? Das ist statisch nicht möglich. Wenn dir jemand die Beine unterm Leib wegzieht, dann fällt das um, dann entsteht da kein Standbild. Ja? Ich habe einen Freund gefragt, der ist Theologe, ist im Ruhestand, war zuständig fürs Alte Testament an der Bibelschule, sehr bekannte Bibelschule. Ich kenne den gut und ich sage, du, sei so gut, lies das doch mal. Ich habe hier kein embryonales Verhältnis zu. Wenn das falsch ist, werde ich das wieder löschen. Dann sagt er zu mir, ja gut, aber das sind ja Beine, vielleicht sind die ja nach Rom gelaufen. Ja, sag ich, ist auch ein Standbild, kein Laufbild. Ist das Niveau, wo man spricht drüber? Ich meine, der ist Bibellehrer gewesen über Jahrzehnte hinweg an der Bibelschule. Der hat junge Leute in der Bibel unterrichtet. Der hat Daniel ausgelegt. Und dann sagt er mir, ja, jetzt sind ja Beine, vielleicht sind die Beine, das sind Schenkel. Das sind überhaupt keine Beine. Ist das Niveau, wo man dann drauf trifft? Das hat mich ein bisschen erschreckt. Ich kenne den gut und ist ein ganz lieber Kerl und wir sind auch familiär ein bisschen verbandelt. Ja. Aber ich finde, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, ja. Aber wir haben dieses geografische Problem jetzt, dass nämlich das goldene Haupt war ja Babylon, Zweistromland. Medo-Persien, Persien, Zweistromland. Alexander der Große kam aus Mazedonien, aber seine Hauptstadt war Babylon, Zweistromland. Und sein Reich ging bis nach Indien. Also der geografische Schwerpunkt seines Reichs war im Vorderen Orient und nicht in Europa. Jetzt kommen aber die 2 Beine, die gar keine Beine sind, und die schieben wir jetzt 2.500 Kilometer weg. Und sagen, das ist unser Standbild. Ja? Das kann man nicht machen. Ja? Also Babylon im Vorderen Orient. Keine Frage. Ja? Der Schwerpunkt von Medo-Persien lag im Vorderen Orient. Ein bisschen größer noch als Babylon, ne? Ging bis hinten, fast nach Indien rüber. Alexander der Große, noch größeres Weltreich, der kam hier aus Mazedonien, kämpft hier runter, kämpft praktisch die ganze damalige Welt und seine Hauptstadt war Babylon. Da gab es Massenhochzeiten, ja? Der Griechen mit den babylonischen Damen.
Babylon war seine Hauptstadt, alles Vorderer Orient. Hier ist Italien, hier ist Rom, hier ist Europa. Ja? Das heißt, alle diese Staaten, die liegen alle untereinander. Der Torso, der Oberkörper, der steht im Vorderen Orient. Und jetzt nehmen wir die Beine und sagen, das war das römische Weltreich hier, England bis Schottland. Das ist ja ganz woanders. Und das ist unser geografisches Problem. Dann sagen Theologen zu mir, und auch andere sagen, das ist ja naiv. Ja, sage ich, das ist sehr plastisch, damit auch einfache Menschen das verstehen. Das ist aber das, was wir theologisch machen. Gott hat ja da, das ist ja, warum zeigt er denn das Standbild? Weil man wahrscheinlich sowas, wie wir jetzt machen, daran zeigen kann. Das ist ja wie ein menschlicher Körper. Und wenn er die Beine wegschiebt, dann versteht man, das kippt. Ja, das Standbild, das kippt um. Also das sind die Weltreiche, die uns hier gezeigt werden. Aber das hier, das Römische Reich, das liegt ja ganz woanders. Hier lagen ja die anderen drei. Ja? Seht ihr, das ist nebeneinander. Das ist nicht Vorderer Orient. Wenn nun die beiden eisernen Beine, in Anführungsstrichen, des Standbildes auf das Römische Reich gedeutet werden, dann werden in dieser Art der Auslegung die Beine gleichsam 2500 Kilometer nach Westen verschoben. Das funktioniert nicht, ja? Ja? Dann fällt das Standbild aber um, das kann nicht stehen. Was wir jetzt gedanklich machen, ist Folgendes, nur mal so als Gedankenexperiment. Wir versuchen mal die Beine, die ja gar keine sind, in den Vorderen Orient zu schieben und gucken, ob das geht. Ob wir da was finden können, was im Vorderen Orient auf Alexander den Großen gefolgt ist und wohl vier Schenkel waren. Und ihr wisst ja schon, was passiert jetzt, ja? Also wir schieben das wieder zurück, da wo es hingehört, damit unser Standbild steht. Ja? Und wir schieben jetzt die eisernen Beine wieder unter den Torso. Das sieht schon mal ordentlich aus. Die Zehen sind immer noch hier. Ja? Aber die Beine, die haben wir schon mal zumindest. Wir gehen das Stück für Stück durch. Ja? Meine Zehen will ich auch gerne bei mir haben. Ja? Und das soll beim Standbild nachher auch so sein. Okay, wir haben ein zweites Problem, dass nämlich dieses römische Reich, was hier immer angedeutet wird, das wird im ganzen Buch Daniel nicht ein einziges Mal erwähnt. Das finde ich heftig. Da gab es riesige Kommentare und Diskussionen in YouTube, im Kommentarbereich hin und her. Und ich sage, das Römische Reich wird in Daniel überhaupt nicht erwähnt. Dann schreiben mir Leute, doch, das sind ja die zwei Beine. Ja, das ist ja fast wie Ezekiel und Wiedergeburt, ja, neues Herz. Das ist ja eine assoziative Brücke, die man da baut. Und weil man immer gehört hat, zwei Beine ist Ost- und Westrom, ja, sage ich, aber da steht doch nicht Römisches Reich. Ja, das muss ja auch nicht da stehen. Das ist einfach so eine Deutung, die man da hat. Das ist eine Auslegung und die ist ja allgemein anerkannt und die Wahrheit ist immer eine Mehrheitsentscheidung, oder? Nö. Wahrheit ist wahr. Ja. Aber die Diskussion ist groß. Ich sage nur, das Römische Reich wird nirgendwo erwähnt. Es werden in Daniel aber die Weltreiche deutlich erwähnt. Und zwar nicht nur Weltreiche, sondern sogar kleine Staaten werden erwähnt. Also kleine und kleinste Staaten, ja? Wir haben Babylon natürlich, ja, du Nebukadnezar bist das goldene Haupt. Wir haben Medien und Persien, auch Medo-Persien wird wörtlich in Daniel erwähnt. Wir haben in Daniel 7 der König von Griechenland, das erst das große Horn auf dem Ziegenbock, das ist der König von Griechenland. Ja. Das heißt also, das steht wörtlich Griechenland in Daniel im 5. Jahrhundert vor Christus, bevor Alexander der Große überhaupt kommt. Das ist ein Ding. Ja? Und das ist ja historisch nachweislich eingetreten. Inhaltliche Erwähnung haben wir auch die Diadochen, speziell die Seleukiden und die Ptolemäer. Nicht namentlich, aber in aller epischer Breite und größter Detailliertheit und Genauigkeit in Daniel 11, weil da werden die ganzen dynastischen Abfolgen der Ptolemäer und der Seleukiden minutiös aufgezählt. So exakt ist das, dass die bibelkritischen Historiker sagen, das wurde nachher in Daniel eingefügt. Ja, das kann Daniel im 5. Jahrhundert nicht gewusst haben, weil die Enderfüllung war ja erst mit Antiochos Epiphanes in Seleukide und das war im 2. Jahrhundert vor Christus, 171 bis 164 vor Christus. Wenn Daniel das gewusst hat, und zwar so exakt gewusst hat, dann gibt es Prophetie. Und wenn es Prophetie gibt, gibt es ja auch Gott. Aber, sagen die Bibelkritiker, weil es keinen Gott gibt, gibt es keine Prophetie und dann gibt es halt auch keine Daniel-Prophetie. Und dann ist die einzige Möglichkeit, dass das nachher in den Daniel eingefügt wurde. Aha, sag ich in einer Nacht? Oder wie? Alle Rollen, alle Tora-Rollen im ganzen Mittelmeerraum in einer Nacht rausholen, aufschneiden
Und mit Tesafilm da eine Seite reinkleben und wieder zusammenrollen und in den Schrank stellen, das, ja, man müsste ja alte Rollen haben, wo das dann fehlt. Aber das ist theologische Notwehr oder archäologische Notwehr. Ja? Aber das ist sehr töricht, was man da tut. Aber das kommt aus dem Unglauben heraus. Und der Unglaube sagt, das konnte der Daniel überhaupt nicht vorher wissen. Aber das ist so detailliert beschrieben, dass man da staunt drüber, dass das in dem Daniel-Buch drinsteht. Und dann werden außerdem noch, allerdings in untergeordneter Bedeutung, Kittim erwähnt wörtlich. Edom, Moab, Ammon, so kleine Regionalstädtlein, ja? Ägypten, Libyen, Kusch, aber nirgendwo Rom. Aber Rom ist doch so groß und so wichtig. Warum steht das denn nicht in Daniel? Das müsste doch einmal, er kann ja auch Griechenland, hat er auch namentlich erwähnt, ja? Javan. Warum steht da nichts von Rom? Warum steht da nicht, da kommt ein Japhet, ein Herrscher aus Japhet, ein Herrscher aus Europa, ein Diktator aus dem Westen, heißt es heute. Warum steht das da nicht? Warum wird in Daniel 11, warum werden in Daniel 11 nicht römische Cäsaren aufgezählt? Ja, es geht auch ums Römische Reich. Und die beiden Beine sind ja Ost und West. Und da müssten doch die ganzen römischen Cäsaren, die müssten doch aufgezählt sein. Ja? Nero und Caligula und Vespasian und Titus, die müssten doch in Daniel 11 zu finden sein. Sind sie aber nicht. Ja? Das heißt also, die ganze Blickrichtung Daniels geht in den vorderen Orient. Zu Seleukiden, zu Ptolemäern, zu Alexander und zu einem Reich, was aus dieser Linie wieder kommt. Aber die evangelikalen Theologen, die gucken alle nach Europa, nach Rom. Und wenn es kommt, dann sagen die, ach, da haben wir gar nicht mit gerechnet. Ja, stimmt, das geht jetzt doch in die Richtung. Ja? Ja? Das ist das, was da passiert. Und das finde ich schon heftig. Ja? Und ich muss das natürlich auch immer ein bisschen begründen halt und kann das nicht einfach so behaupten. Deswegen habe ich dann die Leute angeschrieben in Stuttgart und auch noch jemand anders, noch einen Professor, den zeige ich euch gleich noch, den Professor Dr. Wenning. Ja? Wir müssten das Standbild neu ordnen. Und wir versuchen das mal so zu machen, wie das in dem Daniel gezeigt wird. Ja? Also wir haben hier Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große, nicht Griechenland. Ja? Also würden wir mal hier Alexander den Großen eintragen, nur der Vollständigkeit halber, damit das sauber abfolgt. Ja? Alexander der Große kommt hier. Dann ist die Frage jetzt laut Weltreich, die Abfolge der Weltreiche laut Daniel, nicht laut der gängigen Exegese. Rom kann es ja nicht sein, weil dann fällt das Standbild um. Wir schieben jetzt die Schenkel von Europa zurück in den vorderen Orient und sagen, da steht nicht Rom, sondern das sind Diadochen. Ja? Und diese Diadochenkönige, die folgen auf Alexander den Großen, haben wir doch eben gesehen, 323. Dann kommen die Diadochenkönige, die kämpfen gegeneinander, Rom ist noch ganz klein. Und Rom kommt erst 168 vor Christus. Dann kommt Rom, aber hier noch nicht direkt auf Alexander. Ja? Und dann haben wir hier eigentlich vier Diadochen und wir haben auch hier vier Schenkel. Und das wäre dann passend. Ja? Und dann hätte man die ganze Sache so mal geordnet, allerdings haben wir noch ein Problem mit den Zehen. Ja? Weil Europa kann es dann ja auch nicht sein, wenn die beiden Beine nicht Rom sind, ja? Dann können die zehn Zehen auch nicht Europa sein. Nicht die Zehen und die Füße auch nicht. Also gedanklich haben wir jetzt schon mal die Schenkel wieder unter den Torso geschoben, aber unsere Füße und Zehen stehen dort noch. Das heißt, wir überlegen mal, was könnten wir denn finden in der Bibel, was diese zehn Zehen bedeuten würden. Und die zehn Zehen, die müssten ja auch unter dem Torso stehen. Ja? Die zehn Zehen müssten also auch im vorderen Orient zu finden sein. Nicht europäische Staaten in einem ganz anderen Kontinent. Sondern wir bräuchten zehn Zehen, die unter dem, also irgendwo zwei Stromern, da wo Babylon, Medo-Persien, Alexanders Reich war, da müssten auch zehn Zehen sein. Und die zehn Zehen müssten irgendwie in Verbindung stehen mit den anderen. Ja? Die zehn Zehen müssten meiner Meinung nach sogar idealerweise in der Bibel stehen. Weil wir machen ja ein Bibelstudium. Wir machen ja kein Politikstudium, was nächste Woche sich wieder ändert. Als ich in Rumänien war, jetzt sagt der Bruder zu mir, du, alle prophetischen Bücher müssen spätestens nach 30 Jahren neu geschrieben werden. Sag ich, genau. Muss man mal überlegen, warum das so ist. Ja? Und es ist so, weil man immer aus der jeweiligen politischen Situation die Dinge in die Bibel reinträgt. Und die Leute kaufen das. Warum? Weil die sagen, ja, das kann ich ja sehen. Das sieht man ja, dass Moskau jetzt der rote Pferd ist. Das ist ja der rote Platz. Ja, und das Weiße Haus ist natürlich das Weiße Pferd. Das kann ich ja sehen. Also das Buch stimmt. Da zahle ich auch für. Ja?
Der Mensch ist auf Sehen angelegt. Wir achten auf das, was vor Augen ist. Jesus sagt, achtet nicht auf das, was vor Augen ist, sondern urteilt ein rechtes Gericht. Schaut dahinter. Seid klug. Ja? Wer hat so auf die Augen geachtet? Die Eva, oder? Die Eva ist im Paradies und sieht den Baum und sieht an, dass der Baum gut ist, ja? Dass er lustig ist, dass er gut davon zu essen ist und dass der klug macht. Ja? Der Adam kommt zu ihr an den Tisch und Eva sagt, wo kommst denn du her? Sagt der Adam, ich komme von Gott. Und was hat Gott gesagt? Aber wir dürfen von allen Bäumen essen, nur nicht von dem einen Baum da, von dem Baum der Erkenntnis. Was? Oh, schau ich mir mal an. Eva geht los, geht zum Baum und achtet auf ihre Augen. Hat ein Wort Gottes von Adam empfangen, hätte aufs Wort achten sollen, oder? Das Wort war ihr gegeben, esst nicht davon. An dem Tag, an dem ihr davon esst, sterbt ihr. Nein, sie geht hin und achtet auf ihre Augen. Und das passiert heute auch. Der Mensch achtet auf seine Augen, was vor Augen ist, und er achtet nicht aufs Wort. Verkündigung, Predigt heute in Gemeinden ist oft für den Augenmensch. Ja? Wie kann ich mein Leben sinnvoll leben? Wie kann ich mein Leben gelingend leben? Wie kann ich mein Leben mit Jesus? Natürlich, Jesus hilft mir ja auch immer. Und, ja? Das ist der irdische Mensch, der in seinen irdischen Lebenszusammenhängen abgeholt werden will. Das ist Evangelium. Ja? Das ist Evas Evangelium. Das ist für den irdischen Menschen. Ja? Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber das ist ein Thema, das berührt mich sehr, das bewegt mich sehr. Wir sollen aber Wortmenschen sein, wir sollen aufs Wort Gottes hören. Wir sollen nicht auf das achten, was Putin jetzt im Moment macht und das in Daniel reintragen. Sondern wir sollen aufs Wort achten, ohne jetzt mal Trump zu erwarten als gewählten Präsidenten im Herbst, ja, oder wann auch immer. Ja. Sondern wir sollen die Bibel mal dort stehen lassen, wo sie ist und mal gucken, ob das in sich rund wird. Und nicht da immer Sachen reintragen, Eisegese, sagen die Leute, sondern Exegese. Nicht in die Bibel reintragen, sondern Auslegung, nicht Einlegung. Heringe legt man ein, ja? Aber nicht Bibel. Bibel muss man auslegen. Ja? Okay, also jetzt der Gedanke, wenn die beiden Beine, die ja vier Schenkel sind, wenn die nicht Rom sind, dann können die zehn Sehen auch nicht Europa sein. Jetzt gibt es eine Zehnerstruktur, die wir finden könnten, die mit den Seleukiden oder dem Ptolemäern in Verbindung steht. Gibt es eine Struktur, die in der Bibel zu finden ist dazu? Das wäre mir wichtig. Dass die Spekuliererei aufhört. Ja? Wir müssen das ja festmachen irgendwo. Gibt es eine, die mit den historischen Diadochen zu tun hat und die sich dann auch nicht mehr ändert in 2710? Ja? Sondern eine, die bleibt. Die geografisch stimmt, die historisch stimmt, die prophetisch stimmt, die kontextuell stimmt. Das suchen wir. Alles andere verwerfen wir. Weil wir halt nicht alles, wir sind Christen, wir glauben ja nicht alles. Ja? Habe ich einem Arbeitskollegen gesagt, ich bin Christ, ich glaube nicht alles. Hat die Bibel mir gesagt, ja, wir prüfen das. Wir nehmen das auf und speichern das ab. Ich habe das auch immer so gehört, wie ihr das auch kennt, ja. Ich habe das immer so gehört. Ich habe das abgelegt, habe das in meinem Hinterkopf immer gehabt, aber ich habe da so keine große Meinung zu gehabt, ja, weil ich sage, ich komme da nicht so richtig klar mit. Aber ich hoffe, dass das klarer ist, weil der Punkt ist der, ihr kennt die 10-10 auch alle und ihr habt auch schon gelesen davon, aber man bringt das oft nicht in Verbindung, ja. Es gibt nämlich was in der Bibel, das heißt die Dekapolis. Die Dekapolis war im vorderen Orient und das waren 10 Städte. Deka für 10 und Polis für Stadt. Ja, das Gebiet der 10 Städte. Diese 10 Städte, die waren damals in dem vollkommen chaotisch verworrenen Nahen Osten zur Zeit Jesu, also im 1. Jahrhundert nach Christus, also nach Christus, der Zeit der Urgemeinde eigentlich, war das ein Staatenbund von 10 Städten. Manchmal war auch Damaskus dabei, aber nicht immer. Ja? Es gibt eine Phase, wo Damaskus auch dazu gestoßen ist, als 11. Stadt zwischen 10 anderen Städten. Ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Ja? Erinnert euch vielleicht dran, das steht ja mal in der Schrift. Ja? Aber diese Struktur hier, das waren 10 Städte und die waren wie so eine kleine NATO. Wenn eine Stadt angegriffen wurde, dann haben die anderen 9 Städte versprochen, dann kommen wir euch zu Hilfe. Ja? Das war kein geschlossenes Reichsgebiet. Hier war überall Räuberland. Zwischen den Städten war unsicher zu wohnen und zu leben. Die Städte waren befestigt und da waren dann so Landlords, die die Städte dann unter sich hatten, in ihrer Gewalt hatten. Die herrschten wie Könige, Offenbarung. Ja? Und die waren so in so einer Zehnerstruktur miteinander verbunden. Und das ist natürlich hochspannend. Wenn man das in Verbindung jetzt sieht mit den 10 von Daniel, weil die sind ja im vorderen Orient.
Und die gehören auch mit zu den Diadochen, wie wir gleich sehen. Ja? Die Dekapolis wird mehrfach in der Bibel erwähnt. Oh, das freut mich aber sehr. Ja? Da haben wir Bibelstellen zu. Die Region der 10 Städte der Dekapolis galt bei den Juden als die dunkelste Gegend überhaupt. Dort wohnten Heiden, gab es Besessene, Dämonen und Schweinezucht. Jesus hat das Gebiet der 10 Städte besucht und dort unter anderem den Gadarener von Dämonen befreit. Ja? Das Volk, das im Dunkel wohnt, hat ein helles Licht gesehen, sagt Jesaja. Ja? Das heißt also, Jesus ist in dieses finstere Gebiet der 10 Städte gegangen und dort gab es allerlei Dunkelheit und Finsternis, eine ganz, ganz finstere Gegend für die Juden. Und diese Begebenheit wird in der Bibel auch dreimal erwähnt. Dekapolis, Dekapolis und Dekapolis. Ja? Matthäus 4, Markus 5 und Markus 7. Wir haben drei Bibelstellen, die die Dekapolis erwähnen. Ja, aber die Dekapolis ist doch von den Römern gegründet worden. War bis in die 80er Jahre, war das Common Sense. Die Archäologen sagen, ja, die Dekapolis ist von Tiberius und so ist die gegründet worden. Die ganzen Städte dort, war alles römisch. Ja? Jetzt gibt es aber einen Professor Wenning von der Universität in Münster. Und der ist Archäologe und der ist weltweit die Koryphäe für die Dekapolis. Der Spezialist, den habe ich angeschrieben. Dekapolis, griechisch Dekapolis, 10 Stadt, bezeichnet 10 antike Städte östlich und südlich des See Genezareth, zwischen Damaskus im Norden, hier, ja, Damaskus, und Philadelphia, heute Amman im Süden, das ist Jordanien, Amman, ja, Ammon kommt daher, von den Ammonitern. Diese Städte waren nach der Eroberung des Gebietes durch Alexander den Großen und unter seinen seleukidischen Nachfolgern nach griechischem Vorbild gegründet oder umgeprägt worden. Nicht römisch. Ach so, das gefällt mir aber gut jetzt. Ja, es passt mir so in den Kram. Ja? Sie lagen in der während der Diadochenzeit als Keulesyrien bezeichneten Region, die lange zwischen Seleukiden und Ptolemäern umstritten war. Wieso war die denn umstritten zwischen Seleukiden und Ptolemäern? Naja, weil die immer gegeneinander gekämpft haben, die Seleukiden und die Ptolemäer, die Syrer und die Ägypter. Warum haben die denn immer gegeneinander gekämpft? Naja, wenn einer den anderen besiegt hätte, wäre er der Alexander der Große geworden, Beherrscher der Welt, haben wir ja eben gesehen. Ja? Und weil die immer gegeneinander gekämpft haben, hat das Römische Reich in der Zeit gehabt, stark zu werden und irgendwann den ganzen Laden zu übernehmen. Und jetzt habt ihr den historischen Hintergrund, da könnt ihr verstehen, warum diese in der Diadochenzeit als Keulesyrien bezeichneten Regionen zwischen den Seleukiden und Ptolemäern umstritten war. Die haben gekämpft dagegen, dann sind immer da durchgezogen. Aber das hier, das ist die Dekapolis. Und diese Dekapolis, die ist von den Seleukiden geprägt oder umgeprägt worden. Wer hat das rausgekriegt? Der Professor Dr. Wenning. Ich habe gegoogelt im Internet, ich habe mir alles hierzu angelesen, nächtelang, ja, und wochenlang und monatelang. Weil wenn du mit sowas an die Öffentlichkeit gehst, holst du dir ein blaues Auge und gehst wieder heim. Das machen wir ja nicht, ja. Wir wappnen uns da ein bisschen. Also man braucht ein bisschen Munition, man muss das nachweisen, man muss das zeigen können. Also habe ich im Internet gegoogelt, habe den Professor Dr. Wenning da gefunden, habe gesehen, dass der Fachmann für die Dekapolis überhaupt ist. Habe den angeschrieben und habe gesagt, Herr Professor Dr. Wenning, ich habe diesen jenes gelesen von Ihnen, könnte es unter Umständen sein, dass die Dekapolis von den Diadochen gegründet wurde. Dann schreibt er zurück, ja Herr Klein, das ist ja Basiswissen. Schönen Gruß. Ich sage, der hat mir geantwortet. Machen meine evangelikalen Freunde nicht. Gell? Jetzt schreibt die weltweite Koryphäe für die Dekapolis, schreibt dem kleine Mail. Ich war natürlich elektrisiert, ja. Bin morgens am Frühstückstisch zu meiner Frau, sage, Anja, der Wenning hat geschrieben. Ja, und? Ei gekocht oder flüssig, ja? Nee, natürlich nicht. Ja? Ich habe dir das dann erklärt, was da passiert. Sag ich, guck mal, der hat mir geschrieben, der hat mir geantwortet und der bestätigt das. Der bestätigt, dass die Dekapolis von den Diadochen kommt. 4 Schenkel, ja? 10 Zehen. Dann habe ich natürlich direkt nochmal geschrieben, weil ich habe das bei Sacharja gelernt, der fragt ja auch nach. Dann sage ich, Herr Professor Dr. Wenning, ich beschäftige mich mit Daniel und ich glaube, dass Ihre Forschungsarbeit bezüglich der Dekapolis sehr hilfreich ist, um den Daniel zu verstehen. Wären Sie so nett und würden sich mein Video mal anschauen? Jetzt hat er das gemacht. Dann schreibt er zurück und sagt, Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur voran, wenn man seine Thesen mutig vertritt. Schönen Gruß. Das ist doch mal schön, oder? Ist das nicht schön? Das war doch ermutigend, ja? Der hat jetzt ja nicht gesagt, das ist richtig oder falsch, ja? Der sagt nur einfach, go, ja? Dann habe ich ihm, als das Buch fertig war von mir, habe ich eine Version geschickt, sage ich, Herr Professor Dr. Wenning, ich danke sehr herzlich, ja.
Sie haben mir da sehr geholfen bei der Aufarbeitung, schicke in mein Buch. Und er hat sich bedankt, sagt, ich stelle das in mein Regal und freue mich, dass ich das Buch haben will. Das ist doch schön, das ist doch entspannt. So geht man doch als Mensch miteinander um. Und ich empfinde das so als ein großes Delta, was ich da bei meinen evangelikalen Glaubensgeschwistern erlebe. Ja, ich habe einem katholischen Stadtpfarrer von Wuppertal gesagt, ich werde doch katholisch. Ihr seid so normal. Ja, ihr seid nicht so aufgeladen. Ja, darf ich überhaupt nicht sagen hier, ja. Aber das ist ein normaler Umgangston, den man da pflegt. Ich habe mich da mit dem über Jesaja-Texte unterhalten. Und der war sehr konstruktiv, mal normal freundlich, ja. Das fehlt mir bei anderen Sachen einfach. Okay, und diese Karte hier, wo ist sie denn? Die habe ich zusammen mit dem Professor Dr. Wenning gemacht. Habe ich bezahlt. Und zwar beim Kartografischen Institut der Katholischen Kirche in Linz, in Österreich. Ja, habe ich bezahlt, darf ich veröffentlichen. Ja? Und zwar habe ich das mit der weltweiten Koryphäe für die Decapolis gemacht. Also da kann man sich darauf verlassen, dass das stimmt. Ja? Das heißt also, das, was ich euch hier zeige, das ist praktisch vom absoluten Spezialisten, der die Decapolis kennt. Und der hat in den 80er Jahren tiefer gegraben und hat überall griechische Münzen gefunden. Und hat gesagt, oh, die Siedlungen sind ja viel älter. Die sind ja überhaupt nicht römisch. Die sind ja alle griechisch, die sind ja diadochisch. Die sind ja seleukidisch. Ja, sage ich, Dankeschön. Das weiß man aber erst seit 1980, Mitte 80er Jahre. Ja, wenn das interessiert, könnt ihr googeln. Professor Dr. Wenning, Decapolis, kann man eine PDF-File runterladen. Ist in Englisch, aber sehr spannend zu lesen. Das heißt, seit Mitte 80er Jahre weiß man überhaupt erst, dass die Decapolis griechisch ist. Und das muss ja auch sein. Ja? Also, haben wir hier die Decapolis, das war sie die Ecke. Und die tragen wir hier ein. Nicht Europa. Jetzt holen wir also die 10 Zehen auch in den vorderen Orient und sagen, wir haben biblische Beweise dafür, in der Bibel steht das. Wir haben dort eine Decapolis, die stammt von den Diadochen ab. Das gehört alles zusammen. Das ist im vorderen Orient. Das ist historisch, das ist archäologisch, das ist geografisch stimmig und biblisch stimmig. Noch irgendwas? Das hat jetzt plötzlich, bekommt das ja Gewicht. Das kann man nicht einfach aus der Welt wischen, ja? Und sagen, ja, das sind 10 europäische Staaten, aber wir haben schon 27 und außerdem ist die Welt in 10 Staatenblöcke unterteilt, Conquistadora-Staaten und kauft mein Buch über das Römische Reich, ja? Man will das nicht loslassen und ich verstehe das, weil es ist natürlich heftig zu sagen, ich habe euch hier 20, 30 Jahre lang das Falsche erzählt. Das ist heftig, ja? Das verstehe ich. Und dann verstehe ich es doch wieder nicht, ja? Weil wir alle müssen uns unter Gottes Wort beugen, alle. Und wenn man Doktortitel in Theologie hat, ja, auch Nikodemus musste das. Also ich verstehe es und verstehe es auch nicht. Aber die Zeit rückt voran, es gibt immer mehr Leute, die das auch ernsthaft mal untersuchen, sage ich mal vorsichtig. Und manche sind auch da, die das wirklich auch bezeugen, dass das stimmt. Ja? Das heißt also, Europa löschen wir hier raus und setzen da die Decapolis ein. Jetzt wird es langsam nett, ja, finde ich. Also es wird langsam, steht das alles so untereinander, wie es sich auch gehört. Ja? Und was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die Füße. Ja? Denn wenn der Stein vom Himmel herabgerissen wird, schlägt das Standbild ja an seine Füße. Unsere Füße sind aber irgendwie auch noch in Italien, aber da sind sie auch nicht, die sind irgendwo nirgendwo. Ja? Jetzt unterstellen wir einfach, dass die Füße in der Endzeit wiederkommen und dass die aus den Schenkeln kommen. Und Daniel macht etwas Besonderes. Der Daniel führt nämlich diese Standbildsache weiter durch den ganzen Daniel hindurch bis ans Ende des Buchs. Das heißt, der Daniel gibt am Anfang mit dem Standbild hier einen groben Raster vor, wie ein Regal. Und in dieses Regal mit den einzelnen Babylon-Fächern, Griechenland-Fächern, Medo-Persien-Fächern, da fügt er in den kommenden Kapiteln alle Prophetien ein. Und es bezieht sich alles immer wieder auf dieses Standbild. Der macht also etwas sehr Kluges. Der gibt am Anfang, bei Daniel am Anfang, einen groben Überblick über die ganze Weltgeschichte bis zum Ende, bis zum Stein, der kommt, bis Christus, von Babylon bis Christus, grob, damit man mal weiß, worum geht es denn dem Mann überhaupt. Und dann verfeinert er das. Und er verfeinert das so fein, bis das ganz fein ausziseliert ist zum Schluss. Ja? Wenn man das aber direkt am Anfang machen würde, das so detailliert erzählen, dann verzettelt man sich. Man kommt dann nicht an. Das ist zu viel Information. Und deswegen wird dieses Standbild am Anfang sehr grob gezeichnet,
Aber das steht ganz anders, als man das bisher erwartet hat. Das steht halt nicht in Italien, das steht halt komplett im Vorderen Orient. Und jetzt hat man die Strukturen eigentlich stehen und Daniel macht jetzt in Daniel 11 etwas Besonderes. Er beschreibt nämlich von diesen vier Diadochen, von diesen Schenkeln, dann nimmt er nur zwei raus, nämlich die zwei stärksten, die Seleukiden und die Ägypter. Kassander und Lysimachos ignoriert er für die Endzeit. Er nimmt nur die beiden, weil das waren die stärksten, das waren die Schenkel, starke Schenkel. Und er sagt gleichsam, die kommen wieder, aber kleiner und schwächer. Keine Schenkel, sondern nur Füße, aber die kommen wieder. Und diese zwei Füße, die werden genau dasselbe tun, was auch in der Antike die beiden Seleukiden und Ptolemäer gegeneinander getan haben. Das wird sich alles wiederholen. So wie das geschrieben steht, so wird das wiederkommen. Und dann könnten wir sagen, dass diese beiden Füße Seleukiden und Ptolemäer sind, die in der Endzeit kommen und die sich hieraus entwickeln. Das ist kein endzeitliches Europa. Das ist kein endzeitliches römisches Reich. Das ist ein endzeitliches Seleukidenreich und ein endzeitliches Ptolemäerreich. Nicht so mächtig wie die beiden damals, sondern kleiner und schwächer. Füße. Aber in Daniel 11 in aller Ausführlichkeit beschrieben, die Kämpfe zwischen den Ptolemäern und den Seleukidenkönigen. Und er sagt, diese Entwicklung, die wird in der Endzeit wieder aufgenommen. Das wird wieder kommen. Und das ist hochspannend, weil so sieht es heute im Vorderen Orient aus. Wir haben ja die Struktur wieder. Wir haben ja wieder Syrien, ein kleines Syrien, schwach. Im Moment wird das Land gepflügt. Das wird da total zerbombt. Als ob vielleicht irgendwann nur noch Damaskus übrig bleibt. Als eine Art Stadtstaat, der sich vielleicht irgendwo anschließt, ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Ja? Nur mal so im Hinterkopf. Wir haben Syrien, wir haben Ägypten auch, ja, und die sind alle in der gleichen Zeit gegründet worden wie auch Israel. Und auch Syrien und Kuwait, das ist alles Nachkriegsgewächse, das ist alles nach dem Zweiten Weltkrieg neu geordnet worden, als die Engländer dort abgezogen sind, ist der ganze Nahe Osten neu geordnet worden und in den Strukturen wieder entstanden, wie sie uns Daniel zeigt. Und das ist was Spannendes. Weil alle sagen, ja, Israel ist ja wieder im Land. Ja, sage ich, genau. Aber da ist noch mehr passiert. Da ist auch Syrien wieder existent geworden. Da ist Ägypten in seiner heutigen Staatsform gegründet worden. Ägypten ist natürlich Jahrtausende alt, ja. Aber in den Strukturen, die wir heute haben, ist dieser Staat so wiederhergestellt worden. Die Deutschen haben ja hier auch geherrscht und die Engländer und dann die Türken auch, ja. Und das ist alles Nachkriegsstruktur. Und diese Nachkriegsstruktur entspricht der Daniel-Struktur. Und das ist was Großartiges. Sodass wir sagen könnten, dann kommen wir auch zum Schluss, die Weltgeschichte in Daniel zeigt uns das Babylonische, Medopersische und das Reich Alexanders des Großen und die Diadochenkönige und das ist alles schon Vergangenheit. Ja? Aber die Füße und die Zehen, das kommt noch. Warum denn? Weil das hier mit Antiochus Epiphanes geendet hat. Antiochus Epiphanes war ja der letzte Großkönig da unten und den hat ja der Laenas nach Hause geschickt. Ja? Und sagt zu dem Antiochus Epiphanes, du sollst dich Ägypten erobern, wir sind jetzt hier. Römisches Reich hat angefangen, 168 vor Christus. Und da hört die Prophetie Daniels im Prinzip auf, mit Antiochus. Und danach ist einfach Leerlauf in der Geschichte Gottes mit Israel. Und irgendwann kommen sogar die Römer ins Land und erobern das Land. Und Syrien wird zur Provinz Syria wird ins Römische Reich eingemeindet, 68 vor Christus, und da gibt es kein Römisches Reich, kein Syrien mehr. Es gibt keine Seleukiden mehr, es gibt nur noch Rom. Japhet, Gott wartet so lange, bis sogar Japhet in seinem Land ist. Rom, aus einem ganz anderen Kontinent. Und als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, Galaterbrief. Da kommt irgendwann Christus mitten in dieses Römische Reich rein. Und da nimmt Gott eigentlich seine Geschichte wieder neu auf. Das ist spannend. Und langsam entsteht ein Panorama vor unserem inneren Auge, wo wir Dinge plötzlich einordnen können, wo wir Strukturen finden können. Ja? Und wenn ihr das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habt, ist das alles ein bisschen viel. Man muss es auch ein bisschen setzen lassen. Aber wenn man da sich ein bisschen auskennt drin und das
sich damit auch ein bisschen vertraut ist, dann entsteht ein ganz, ganz feines, sauberes, strukturiertes Bild. Und wir haben dann ein Standbild, was auch steht. Ja? Aber zur Zeit dieser Könige, nämlich dieser beiden Füße, ja Moment, da wäre das ja Endzeit. Dann wäre das ja zur Zeit der Neoseleukiden und Neoptolemäer, dann wäre das ja zu einer Zeit, wo Syrien und Ägypten wieder existieren. Ja, das ist heute. Ja, das ist nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Niemand weiß, wann das kommen wird, aber das wird kommen. Und die Strukturen sind alle da. Ja? Zur Zeit dieser Könige, nämlich dieser Füße, ja, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Das ist was Schönes. Unser Standbild steht. Ja? Und zwar vom Kopf bis zu den Zehen. Und wir können das mit der Bibel begründen und wir können das archäologisch zeigen und wir können das prophetisch zeigen und kontextuell zeigen und historisch zeigen und in alle möglichen Disziplinen haben wir jetzt durchgemacht. Ja? Jetzt noch eine Sache kurz zum Schluss. Was ist denn der Ton? Weil es ist ja Eisen mit Ton vermischt. Ja? Jetzt wäre die Frage noch, was ist denn mit dem Ton? Und der Ton und Eisen haben sich ja vermischt und die haben sich ja mit Heirat untereinander verbunden. Ja? Weil viele sagen, ja gut, dieses Reich aus Eisen, das ist das Römische Reich. Und das ist deswegen mit Ton vermischt, weil das Römische Reich zum Teil stark und zum Teil schwach ist. Weil das militärisch sehr stark und sehr modern ist, technologisch, aber moralisch, ethisch sehr schwach. Ja, sage ich gut, aber wenn das Eisen und Ton so eine Vermischung darstellt, dass sich da welche mit Heirat miteinander vermischen, muss es ja um Menschen gehen und nicht um militärische Stärke oder moralische Überlegenheit oder Ethik. Ja? Da geht es um Menschen, Menschengeblüt. Und die Frage ist jetzt, was ist der Ton? Und da lehnen wir uns ein bisschen zurück, kneifen die Augen ein bisschen zusammen und sagen, was haben wir denn überhaupt hier? Was haben wir denn an Materialien? Naja, wir haben Metalle und wir haben Tonsteine, Erden. Ja? Wir haben vier Metalle, wir haben Gold, Silber, Bronze, Eisen. Und wir haben Ton. Und wir haben einen Stein. Aber wo kommt der Stein denn her? Von einem Gebirge. Ach, der Stein wird ohne Hände vom Gebirge herabgerissen und schlägt das Standbild an seine Füße? Genau. Wer ist denn der Stein? Christus. Wer ist denn das Gebirge? Na, das Reich Gottes, von dem kommt der einst wieder. Und was ist der Ton? Na ja, sein Volk. Israel. Das ist Gottes Volk. Das heißt, wir hätten hier Gold, Silber, Bronze, Eisen. Wir haben Christus, wir haben Israel als Ton und wir haben das Reich Gottes als Gebirge, von dem dieser Stein kommt und alle diese Weltreiche zerschlägt. Und das wäre eine Deutung, die innerhalb der Bibel funktioniert und läuft. Das würde dann aber doch auch heißen, dass der Ton, nämlich Israel, vermischt ist mit Eisen, mit den Diadochen vermischt ist. Dass Israel im Bund ist mit den Diadochen. Und das ist seltsam. Das ist ja nur für die, die da tiefer im Thema sind. Ich glaube, dass Israel auseinanderbricht, dass der Norden Israels einen Bund mit Damaskus eingeht. Warum? Weil wir das schon mal in der Geschichte hatten. Weil das der historische Hintergrund für Jesaja 7 ist, zum Beispiel. Da gab es einen syro-ephraimitischen Krieg. Syrien und Ephraim. Syrien ist Eisen. Ephraim ist Ton. Dann war also schon mal Eisen mit Ton vermischt in Jesaja 7. Ja, da schreibt die Bibel von. Das ist der syro-ephraimitische Krieg und im Übrigen die dritte Belagerung, bei der Gott oder die Propheten über Geburt oder Wiedergeburt oder Wehen schreiben. Ich habe euch das gestern vorenthalten, weil es so kompliziert und so viel wurde. Ja? Wir haben nur Assyrien und Babylon angesehen, Hiskia und Jeremia. Aber die dritte Belagerung Jerusalems war durch den syro-ephraimitischen Krieg. Syrien, Seleukiden, Eisen und Ephraim, Israel, Ton. Die waren im Bund. Ach, dann war ja Eisen mit Ton vermischt. Genau. Und das kommt wieder. Das ist eine alte Geschichte, die ich erzähle. Und wenn wir ein bisschen in Jesaja drin wären, dann würden wir sagen, was der Kleine erzählt, das ist ja schon, steht ja schon seit 2800 Jahren in der Bibel. Genau. Für uns ist das nur neu, weil wir das nicht kennen, weil wir so wenig im Alten, und ich sage da nicht vorwurfsvoll, ja, mir geht es das selber auch so, weil wir im Alten Testament zu wenig zu Hause sind und uns auch niemand darüber so unterrichtet.
Aber wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, würden wir sagen, ja, in eurer Offenbarung müssten die Juden eigentlich sagen, in eurer Offenbarung steht ja das, was in unserem Tanach schon drin steht. Ja, Amen. Das ist was Schönes. Das heißt also, wir können hier ein Fundament legen, was so stabil und so robust ist, dass das auch Kritik aushält. Ja? Okay, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Also wäre Israel mit Syrien vermischt, genau. Denn der Norden Israels geht in den Bund ein mit dem Antichristen, mit Damaskus. Ja, dazu muss Israel zerbrochen sein. Jesus Christus kommt. Damit sind wir am Schluss. Man könnte da noch viel zu sagen. Das war jetzt nur mal so ein grober Bogen. Ich muss mich immer ein bisschen reduzieren, weil sonst beanspruche ich euch da. Aber das ist mal so ein grober Abriss von diesem Standbild. Und ich glaube, dass wir mit Gewissheit sagen können, dass das Standbild steht. Und zwar vom Kopf, vom Scheitel bis zu den Sohlen. Das ist was Schönes. Ja? Und man kann das gut argumentieren an der Bibel. Und das freut mich, dass die Bibel so exakt ist. Und dass das in unseren Tagen kommt, das macht mich in einer positiven Art und Weise unruhig und gibt mir eine Naherwartung, dass Jesus wiederkommt. Ja? Aber keine so eine Naherwartung, er kommt heute noch. Nein, da müssen noch Dinge vorher passieren. Ich habe so eine Naherwartung in biblischen Zeiträumen. Diese Nüchternheit fordert Paulus von den Thessalonichern ein. Das ist nochmal ein zweites Thema. Ja? Und ich empfinde diese jederzeit mögliche und heute noch oder gleich mögliche Entrückung. Ich habe das selber versucht, so zu glauben, aber nach so ein paar Wochen entsteht so eine Inflation für mich, ja? Wo ich sage, ja, heute wird er wahrscheinlich, nee, heute ist ja gestern auch nicht gekommen. Ich habe das schon so oft versucht, ja? Das wird irgendwo dann unnüchtern. Aber wenn ich das sehe und die Strukturen sehe und in biblischen Zeiträumen denke und sehe, dass Syrien wieder da ist, ja? Das ist für mich eine Sache, wo ich sage, da tut sich was in der Bibel. Jesus Christus kommt. Amen.